Wenn Sie Freude am Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen haben und sich für Gesundheits- und Krankenpflege sowie für die Schulmedizin interessieren und wenn Sie Spaß haben, im Team kreativ zu arbeiten, dann sind Sie bei uns richtig. Sie sind ein empathischer und geduldiger Mensch und scheuen sich nicht vor physischen und psychischen Herausforderungen, dann werden Sie gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Pflegeassistenzberufe sind Gesundheits- und Krankenpflegeberufe zur Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie von Ärztinnen und Ärzten. Die Pflegeassistenz arbeitet ausschließlich im Rahmen eines Dienstverhältnisses, zum Beispiel im Krankenhaus, im Pflegeheim, in Einrichtungen der Behindertenbetreuung, im Seniorenwohnheim, in Rehabilitationseinrichtungen, in der Hauskrankenpflege, in ärztlichen Ordinationen oder für diplomiertes Pflegepersonal, die freiberuflich tätig sind. Laut PA-Ausbildungsverordnung gelten folgende gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme in einen Pflegeassistenzlehrgang. Erstens, die erfolgreiche Absolvierung der Schulpflicht. Zweitens, die gesundheitliche Eignung. Drittens, die erforderliche Vertrauenswürdigkeit. Und viertens, die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache. Neben den gesetzlichen Voraussetzungen sind zusätzliche Kompetenzen notwendig. Wer in einem Pflegeberuf arbeiten möchte, braucht einiges an Belastungsfähigkeit. Berührungsängste mit Menschen, ihren Krankheiten wie auch ihren Eigenheiten und Sorgen sind keine guten Voraussetzungen. Die Freude, mit und für Menschen zu arbeiten, sowie das Interesse an medizinischen Themen und ein Grundverständnis im praktischen Handling sind wichtige Schlüsselqualifikationen. Die Ausbildung zur Pflegeassistenz ist eine duale Ausbildung und dauert an unserer Schule 2 Jahre. Sie beinhaltet 800 Stunden Theorie und 800 Stunden Praxis. Die Pflichtpraktika werden in verschiedenen sozialen und pflegerischen Einrichtungen nach Wahl der Schule absolviert. Der Abschluss der Ausbildung erfolgt durch eine kommissionelle Abschlussprüfung.